Der Rockstar Games Mitgründer Dan Houser verlässt Rockstar Games. Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max. Heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute soll es um eine News gehen, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, und zwar hat GTA News gestern auf Twitter um 23 Uhr getwittert, dass der Rockstar Games Mitgründer Dan Houser im März 2020 Rockstar Games verlassen möchte. Dazu hat er noch eine Webseite verlinkt und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, und zwar haben die auf der Webseite noch so einen Text dazu geschrieben und den lese ich euch jetzt einfach mal vor. Dan Houser, der Mitgründer von Rockstar Games, wird laut eigener Aussage Take-Two Interactive im März verlassen. Diese Nachricht kam sehr plötzlich und Take-Two versichert aber auch, dass Sam Houser die Rolle bei Rockstar Games unverändert behalten wird. Wenn ich weiß, wer Sam Houser ist, das ist der Bruder von Dan Houser und auch Mitgründer von Rockstar Games. Dan Houser war der Mitgründer von Rockstar Games mit seinem Bruder Sam, Terry, Donovan und Jamie King. Dan war besonders maßgeblich an der Entwicklung und Leitung von Projekten wie Bully, Red Dead Redemption und Max Payne beteiligt. Seine Geschichte bei Rockstar Games wird für immer zementiert bleiben und seine zukünftigen Projekte oder Bemühungen sind derzeit unbekannt. Das war der Text, den sie dazu geschrieben haben. Ich verlinke euch den Text auch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst daran denken, dass der Text vollkommen auf Englisch ist. So, jetzt wollen wir erstmal über die möglichen Folgen davon reden. Aber um erstmal welche die Angst wegzunehmen, GTA 6 wird davon nicht so viel erstmal spüren, weil GTA 6 ist so gut wie startklar. Sie müssen jetzt einfach nicht mehr so viel machen für GTA 6 und deswegen keine Angst, GTA 6 wird davon nicht so viel spüren. Aber was ist denn mit den nachfolgenden Spielen? Wird sich da viel ändern? Also ich würde mal sagen, bei Rockstar Games arbeiten sehr kompetente Entwickler. Und es war ja nicht immer nur Dan Houser, der das alles gemacht hat, sondern zum Beispiel auch Sam Houser und die ganzen anderen Mitarbeiter. Deswegen bleibt chillig, viel wird sich nicht ändern. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, dass Dan Houser Rockstar Games verlässt. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Luca und ciao, ciao.